Wir reden heute wieder über den Sonnengott Nika. Im letzten Video haben wir uns ja angeguckt, mit welcher Gottheit der Name Nika in Verbindung steht. Und zwar mit der Göttin des Sieges, Nike. Und heute gucken wir uns halt mehr an, wie es mit dem Sonnengott-Teil von Sonnengott Nika steht und welche Verbindung es da gibt, also vielleicht geben könnte und welche nicht. Also erstmal gehen wir rüber. Also wir hatten ja geguckt, dass zum Beispiel in Berlin Statuen von Nika stehen oder von Nike, besser gesagt. Hier sehen wir die Quadriga von Nike. Das ist auch ein sehr typisches Modell, was wir beim Sonnengott immer gesehen haben. Also eine Quadriga, das hier sind Pferde. Das hier ist von einer wirklichen Hochkultur, das Bild. Das hier ist von irgendwie so einer Schmarotzerkultur. Aber das hier ist wirklich hochkulturmäßig. Und wir sehen hier den Sonnengott in der Mitte mit den Pferden. Also das Qualität erkennt man ja auch direkt. Und hier sind die Engelsgestalten aus der Offenbarung. Also hier ist, ich glaube, das... Hey, ist gut. Hey, gib mir mein Ecstasy! Ja, auf jeden Fall sind hier die Sternzeichen. Das hier ist... Ich kann noch nicht mehr die Sternzeichen deuten. Hier sind so zwei Zwillinge auf jeden Fall. Das ist, glaube ich... Wäre ich jetzt gut in Astrologie, könnte ich die allein daran ableiten, dass hier die beiden Zwillinge sind. Das hier ist ein Schalentier. Da ist der Bogenschütze, den erkenne ich. Ey, jemand hat hier... Dieser Krebs, das Club, das ist der Steinbock, den hat jemand kaputt gemacht. Da bin ich wütend drüber. Widder und Bulle wahrscheinlich hier irgendwo. Ja, darum geht es auch gar nicht, aber ich finde die ja lustig, die Viecher. In Berlin haben wir auch eine Statue von Nika. Ist sehr weit verbreitet. Man kann sehr viele Statuen als Nika deuten, beziehungsweise sind Nika. Zum Beispiel hier haben wir eine Statue aus Russland von der Göttin Nike und Nika. Es ist die Göttin des Sieges. Dementsprechend kann man auch... kann man auch diese Statuen hier als Symboliken von Nika deuten. Also die Mutterlandstatue und die Statue hier. Das kann man auch als Symbole von Nika, also als Darstellung von Nika deuten. Ist auch sehr typisch in der Darstellung hier mit dem Schwert und so weiter. Und relativ männliches Aussehen. Böse Zungen sagen trans. Naja. Wo waren wir? Ja, also die Sowjets, die waren ja gegen Religion und so weiter, aber sie haben ihre Operation nach griechischen Göttern benannt. Also es war jetzt nicht so, dass die eine komplette Ablehnung von einer römischen Kultur oder so hatten, sondern eher halt vom Christentum. Darauf hat sich das hier beschränkt. Okay, aber welchen Bezug hat diese Göttin Nike oder Nika, wir verwenden Nika am besten, mit einem Sonnengott? Gut, dafür gucken wir uns das hier an. Ich kenne mich am besten mit Mithras aus. Dieser Channel geht ja um Mithraismus. Es gibt aber natürlich noch andere Sonnengötter wie Ra und so weiter. Aber ich glaube sowieso, dass der Bezug zu Mithras am stärksten ist von Nike. Nika wollte ich sagen, naja. Erstens kann man das erkennen an der Tauroktonie-Szene, die man hier sieht. Also, dass ein Bulle geopfert wird. Ist jetzt natürlich auch nicht so ein untypisches Motiv. Die Ritualopferung eines Bullens, das ist... in Religionen sehr verbreitet gewesen. Das steht ja auch irgendwo in der Bibel, Buch Levitikus, wie man einen Bullen richtig opfert. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich suche die jetzt sogar kurz raus und lese die mir kurz vor, weil die einfach echt Killer ist. Will er ein Brandopfer darbringen und wählt dafür ein Rind, so muss es ein männliches und fehlerfreies Tier sein. Sonst verschafft es ihm nicht das Wohlwollen des Herrn. Er muss das Tier zum Eingang des heiligen Zeltes bringen und seine Hand auf dessen Kopf legen. Dann nimmt der Herr sein Opfer an und vergibt ihm seine Schuld. Hier sehen wir auch auf den Kopf legen. Das ist auch ein typisches Symbol gewesen in der Religion. Doch schlachtet er das Tier dort vor dem heiligen Zelt. Ein Priester aus der Nachkommenschaft Aaron nimmt das Blut des Opfertiers und sprengt es ringsum an den Altar, der am Eingang des heiligen Zeltes steht. Während das Tier von dem, der es gebracht hat, enthäutet und in Stücke zerlegt wird, facht der Priester die Glut auf dem Altar an und schichtet Brennholz darüber. Dann legt er die Stücke obendrauf, auch den Kopf und die Fettteile. Die Eingeweide und Unterschenkel muss der Betreffende vorher mit Wasser säubern. Der Priester lässt alles auf dem Altar verbrennen. So ist es ein Brandopfer, das den Herrn gnädig stimmt. Gut. Ja, das Alte Testament ist ziemlich Metal. Yeah! Ja.
Ich hätte direkt die Bibel offen lassen können. Eine andere Ähnlichkeit ist die der Hand Gottes. Im Falle von Nika, diesmal liege ich richtig, sieht man hier, wie Nika in der Hand Gottes steht. Also das ist ein Motiv, dass Nika halt immer an der Seite des Gottes, also an der Seite von Zeus ist und ihn zum Sieg in den Schlachten verhilft. Und das ist ein Motiv, was wir auch von Michael kennen. Ein weiterer Punkt ist, dass beide eine Siegesgottheit sind. Bei Nika ist das ja klar, es ist die Göttin des Sieges. Während bei Mithras das ein wenig weniger klar ist. Also schon, er wird schon häufig als Siegesgottheit gedeutet. Jedoch halt ist es nicht seine primäre Eigenschaft. Aber wenn man zum Beispiel bei Sol Invictus guckt, das bedeutet ja die unbesiegbare Sonne. Später wurde ja Mithras mit Sol ein bisschen gleichgesetzt. Oder halt auch gucken wir mal in Persien Victory. Hier, die schreiben auf jeden Fall End Victory. Also es ist Spirit of Victory, God of Truth, Shit Material Characters. Wer hätte gerne. Es ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die mit Mithra häufiger in Verbindung gebracht wird. Und zuletzt noch der Aspekt, dass beide halt östliche Gottheiten sind. Nika hatte ihren Hauptfokus in Anatolien. War natürlich auch eine griechische Gottheit, aber es war halt... Die meisten Nika-Heiligtümer waren in Anatolien, wo sie zusammen mit Athena verehrt wurde, als Nika Athena. Und Mithras hatte seinen Fokus auch in Anatolien, aber auch halt im Levant, in Iran und in der Türkei. Wir hatten ja gerade schon Sol Invictus, den unbesiegbaren Sonnengott. Das ist ja der römische Sonnengott. Die Römer hatten zwei unterschiedliche Gottheiten. Einmal das römische Reich. Hat sich ja ausgebreitet. Es war ja ursprünglich nur in Italien. Zu der Zeit wurde der Sonnengott der Römer Sol Indigenes genannt. Und später, mit der Ausweitung Roms, wurden unterschiedliche Kulturen absorbiert oder unterworfen erst. Und deren Kultur wurde dann halt absorbiert und angegleicht an die römische Kultur. Und in diesem Prozess, also in das hier Makedonien und Ägypten und Karthago und die Stämme aus Hispania und aus Gallia, sie aufgenommen wurden. Um das Ganze zu zentralisieren, hat man halt in Sol Invictus einen einheitlichen Sonnengott geschaffen, der quasi Eigenschaften von allen Sonnengöttern übernommen hat, die halt im Römischen Reich waren. Unter der Zeit von Aurelian, der ja den Kult des Sol Invictus zum römischen Hauptkult gemacht hat, ist das Ganze eine quasi monotheistische Religion geworden, also eine Vorstufe zur monotheistischen Religion zwischen Polytheismus und Monotheismus, die dann auch später der Grund war, dass das Christentum entstehen konnte. Wir haben im Westen leider ein bisschen eine falsche Vorstellung davon, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also die römische Religion. Wir denken immer, wenn wir an römische Religion denken, an die Religion der Griechen, also der antiken Griechen mit den Olympern, mit den Titanen und so weiter. Und dann denken wir, dass aus der Religion dann später das Christentum entstanden ist in Rom. Beziehungsweise, dass die Religion abgelöst wurde vom Christentum und dass es halt ein harter Schnitt war. Das ist komplett falsch. Zur Zeit von Aurelian war die Religion die verbreitete Religion, hier der Sonnenkult, relativ nah an dem, was später der Katholizismus werden würde. Halt nur noch ohne Jesus. Könnte man meinen, ist der wichtigste Teil des katholischen Glaubens. Ja und nein, sage ich als Katholik. Aber den Punkt, den ich dadurch machen wollte, ist,
dass es halt keinen harten Schnitt gab, sondern dass sich diese Religion schon hin zu einer monotheistischen Religion entwickelt hat unter Kaiser Konstantin. Dann wurde dann auch noch das Christentum Teil des Glaubens. Das kann man sehr gut daran sehen, dass Kaiser Konstantin auch nach seiner Konversation, also wir haben ja die historische Überlieferung von Kaiser Konstantins Konversation zum Christentum, aber danach hat er auch immer noch Münzen mit dem Sonnengott drucken lassen. Also selbst nach seiner Konversation zum Christentum gab es immer noch Münzen mit dem Sonnengott. Es war dann halt auch, man kann sich das besser vorstellen, dass Jesus und der Sonnengott gleichgesetzt wurde, weshalb wir halt auch in der Vatikan, in der Krypta Statuen und so weiter, also kann ja, im Vatikan kann man ja gucken gehen. Apollo, ich meinte eigentlich das Abbild später. Auf jeden Fall ist der Vatikan ja voll mit heidnischen Statuen und so weiter. Also der Schnitt war auf jeden Fall nicht so hart, dass man sagen könnte, jetzt das katholische Christentum ist jetzt komplett das geworden, was Jesus da gepredigt hat und überhaupt nicht mehr das, was Rom vorher war. Es hat sich ein bisschen mehr angepasst. Unter Kaiser Theodosius, das war dann ungefähr 70 Jahre später, wurden dann die Heiden verfolgt. Also diejenigen, die nicht an den neuen Glauben sich halten wollten, wurden dann halt von den Christen verfolgt. Hier ist es eine sehr lose Zeit, also wir können nicht genau sagen, was damals passiert ist. Derzeitiger Zensus ist halt, dass die Christen dann halt die Heiden verfolgt haben. Wie schon gesagt, ich halte das für eine extreme Versimplifizierung und ich glaube, dass der Glaube sich schon mehr gewandelt hat. Und natürlich gab es dann halt auch Leute, die halt noch an den alten heidnischen Traditionen festgehalten haben und so weiter. Und die wurden dann halt verfolgt. Aber der Schnitt war auf jeden Fall nicht so hart, dass man jetzt sagen kann, an der einen Stelle war hier Polytheismus, wir hatten Zeus und so weiter und an der anderen Stelle dann direkt Jesus. Das ist so nicht passiert. Erkennt man auch an dem Namen von Gott im Lateinischen, Deus. Es ist eine Variante von Zeus, es ist ganz einfach. Deswegen behandle ich auch ein wenig das sogenannte heidnische Knirristentum. Ich habe hier irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Zu der Zeit von Rom, der ganze Sonnengott-Kram wurde halt zusammengeschmelzt in die Sol-Verehrung. Und einer, also das hier ist eine Darstellung von Helios, das Mithras, die hat man dann halt alle unter Sol zusammengefasst. Apollo, Ra, alle wurden dann halt im römischen Sol zusammengefasst und man konnte halt noch in seinen Kulten selber, konnte man dann sagen, oh, das ist Ra, der große Sol oder keine Ahnung, ja, Mithraisten haben dann gesagt, Mithra ist der große Sol. Deswegen sind beide auch einerseits dieselbe Gottheit, andererseits werden sie aber auch als getrennt dargestellt, also Mithras und Sol. Das ist ein bisschen eine spezielle Eigenschaft der Zeit. Okay, was hat der ganze Müll mit One Piece zu tun? Das ist so jetzt die wichtige Frage. Erstens natürlich, das was ich am Anfang gesagt habe, Nika, der Name und Sonnengott. Also Sonnengott Nika, es ist eine Zoanfrucht, eine mystische. Man könnte jetzt sagen, die haben sich einfach dafür eine Gottheit ausgedacht, aber man nimmt ja auch irgendwo Inspiration her. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Inspirationen von dem römischen Zoll kommen. Erstens wegen dem Namen Nika, Nike, hat eine starke Verbindung zu Zoll. Dann sind da auch später noch die anderen Motive, die ich ansprechen wollte. Nika wurde ja, der Name wurde ja genommen wegen, es bedeutet Lachen auf Japanisch. Und der Sonnengott Nika bringt halt allen Leuten das Lachen und befreit Sklaven. Und deshalb hat man den Namen genommen, aber auch halt als Referenz zu Nike, die halt einen Bezug zum Sonnengott hat. Also am besten erkennt man das Ganze an den Motiven. Mithras ist der Gott der Freundschaft. Besonders in Indien ist das eine Deutungsweise, beziehungsweise da ist das halt in der römischen Kultur war das mit der Freundschaft nicht so ganz. Ach, die Freundschaft, hier, ich hätte Mithra eingeben müssen. Besonders der indische Mithra oder Mithra, es gibt sogar teilweise, ist das eine Frau, das ist noch eine der Sachen, das Geschlecht von Mithra ist ein bisschen ambivalent, deswegen Nike, aber egal. Ist halt eine Freundschaftsgöttin oder Gottheit. Oder Gott. Und das ist natürlich in One Piece ein ganz starkes Thema. Nakama, das bedeutet ja Gefährte.
Comrade, Friend. Das ist ja ein ganz wichtiges Motiv im, in One Piece, also dass die Strohhüte Gefährten sind und Freunde. Hier haben sie Twitter gespoilert, beziehungsweise Elon Musk hat das heimlich gekauft. Bedeutet Friend, but also just Companion. Also das ist eins der Dinger, wo das halt mit dem Ding ist. Dann One Piece, Mihawk. Das ist ja halt... Mihawk sagt an einer Stelle in Marineford, dass die größte Fähigkeit von Luffy es halt ist, Leute zu seinen Freunden zu machen oder zu seinen Verbündeten. Natürlich kann man jetzt sagen, Anime, da geht es quasi immer um Freundschaft. Stimmt auch. Stimmt absolut. Die Geschichten von früher, also jetzt hier die Mythen, sind quasi deren Animes gewesen. Ich bin ganz ehrlich. Also es sind halt deren Geschichten, also es sind von vor 4000 Jahren, das waren für die Leute früher halt so quasi hier Romane, Bücher, Fiktion. Und deswegen hat man halt sehr ähnliche Aspekte, oh, ich wollte das Gesicht nicht zeigen, hat man sehr ähnliche Aspekte in der Geschichtsschreibung. Und deswegen reflektiert sich das auch alles. Aber das ist halt einer der Aspekte, der beim Sonnengott sehr im Fokus steht und jetzt auch hier bei Luffy. Dann kann man direkt noch ein anderes Ding nehmen, und zwar das zweite Motiv. Mitra ist auch der Gott des Eides und des Bundes und der Schwure. Mitra war der Beschützer des Eides und der Gerechtigkeit, also für Ehrlichkeit, Bundesschließung und Eid. Das ist auch ein Motiv, was sehr stark in One Piece vorhanden ist. Zum Beispiel als Zoro verliert und dann schwört, dass er der beste Schwertkämpfer wird. Und mein Lieblingsschwur ist der Schwur, wenn sie da auf dem... Ich nenne die Szene persönlich den Fassschwur. Mal gucken, ob der hier auch so genannt wird. Ansonsten, okay. Wahrscheinlich blende ich das jetzt einfach ein. Halt, wo am Anfang, wo die die Grand Line entern und dann alle mit einem Bein auf dem Fass schwören, halt, was für einen Erfolg sie haben. Also auch ein Eid. Wie schon gesagt, Mitra ist der Gott des Eides. Das ist eine weitere wichtige Rolle bei Mitra. Dann sind da natürlich noch die ganzen Sonnengott-Themen, die da im Anime kommen. Also hier eine Frau in traditionell orientalischer Kleidung, wo der Sonnengott zum ersten Mal erwähnt wird. Das mit dem Sklaven ist sehr interessant, weil der Mithraismus angeblich als eine Sklavenreligion angefangen hat, die von Piraten nach Rom gebracht wurde. Motive, die halt beim Sonnengott in Rom auftauchen und jetzt auch hier. Und das sind halt die Zusammenhänge. Eine andere Eid- und Sonnengottheit, die noch in meinen Augen eine wichtige Rolle spielen wird, ist Tivas, beziehungsweise Tyr, also der germanische Tyr. Tivas ist ein lufischer Gott. Und die heißen wirklich so. Das ist jetzt... muss ich mal kurz hier... Lufisch, das war zur Zeit 1200 vor Christus. War das ein Volk, was verwandt war mit der hethitischen Kultur. Beides waren indogermanische Völker, die vom Assyrischen Reich abgespalten sind später. Also hier ist das Assyrische Reich zur Zeit von Sargon, und dann haben sich da später die Hethiter etabliert. Wie genau ist natürlich alles ziemlich mysteriös, wie alles zu der Zeit. Aber wir wissen auf jeden Fall, die Lufischen und die Hethiter, das waren indogermanische Völker. Und die lufischen Völker hatten halt diesen Eidgott Tivas, der halt bei uns Germanen auch Tivas bzw. Tyr ist. Ist auch eine Schwurgottheit, der seinen rechten Arm verliert. Das ist ja etwas, was ganz am Anfang von One Piece passiert. Und zwar als... ich blende das jetzt am besten mal ein. Auf jeden Fall opfert Shanks seinen Arm, um Luffy zu beschützen. Das ist halt eine der Sachen, wo man diese Tivas-Mythos aufgreift. Er opfert ihn am Fenriswolf,
Und wir kommen jetzt ja bald also bei Shanks. Sein Territorium ist ja Elbaf, das Land der Giganten. Das wird ja noch bald der nächste Arc sein, der eine wichtige Rolle spielt, nach dem Arc, der nach Wano kommt. Ich möchte nicht spoilern für Anime-Only-Watcher. Und da kann man dann wahrscheinlich sehr viele Parallelen zu Tivas erwarten, worauf ich sehr gespannt sein werde. Okay, was fehlt denn noch? Also natürlich gibt es jetzt hier Verbindungen, also Sonnengott Nika, Sonne, Sklaven, Bündnis, Freundschaft und so weiter. Aber es fehlt ja noch was, und zwar Chaos und Lachen und Verrücktheit. Also Mithras bzw. der Sonnengott ist immer ein Gott der Ordnung gewesen. Also ein Gott, der alles, der das Römische Reich geordnet hat, der Verträge geordnet hat, der Bündnisse geordnet hat. Es ging immer um Ordnung. Und das ist jetzt ja quasi die totale Antithesis zu dem Kampfstil oder zu dem, was Nika in One Piece repräsentiert. Das ist ja quasi voll die Loose Cannon. Also wo ist da denn jetzt der Zusammenhang? Weil das ist ja überhaupt nicht mehr das psychopathische... ist psychopathisch. Ich wollte nicht spoilern, ey. Fuck, ich muss das ausblenden. Ja, gut, das findet man in einer anderen Gottheit und in der Gottheit, die am ehesten mit Joy Boy in Verbindung gebracht werden kann, und zwar in Bacchus. Ich habe hier sein Bild von Disney genommen. Wir können auch ein richtiges Bild nehmen. Also Dionysus, Bacchus ist ja Dionysus. Und er ist der Gott des Festivals, Verrücktheit, Ritual, Madness, religiösen Wahnsinn, Theater, der Freude, des Lachens. Und Joy Boy in One Piece, also man hat ja Sonnengott Nika und Joy Boy, ist auch noch nicht ganz klar, wie das genau ist, aber Joy Boy wird höchstwahrscheinlich angelehnt sein an Bacchus, also an Dionysos. Und dazu gibt es interessante Sachen, und zwar in der römischen bzw. in der späteren Philosophie von, ich glaube, es ist germanische, also deutsche Philosophie sogar gewesen, die zuerst damit um die Ecke gekommen sind, aber es ist höchstwahrscheinlich auch in den alten Antiken, also in Rom, ein Thema gewesen, und zwar die apollonisch-dionysische Dystomonie, und ich zitiere hier Wikipedia. Apollonisch-dionysisch ist ein bipolares philosophisches Begriffspaar, welches zwei gegensätzliche Charakterzüge des Menschen beschreibt und sich dazu der Eigenschaft bedient, die den griechischen Göttern Apollon und Dionysos zugeschrieben werden. Hierbei steht apollonisch für Form von Ordnung und dionysisch für Rauschhaftigkeit und einen alle Formen sprengenden Schöpfungsdrang. Und diesen allen Formen sprengenden Schöpfungsdrang, der wird halt in Joyboy klar, also in den Sachen im Kampfstil, in der Verrücktheit und so weiter. Und es ist halt ein bipolares Begriffspaar. Und das ist halt, wie das beides zusammenhängt. Apollonisch ist jetzt der Sonnengott, die Ordnung. Und Dionysos ist das Chaos. Das gleiche Bild gibt es natürlich auch im Christentum. Da ist es dann der Christus und der Antichristus. Also die ordnende Kraft ist der Christus und die chaotische Kraft der Antichristus. Beziehungsweise ich kenne mich jetzt nicht so gut mit der Offenbarung aus, wie man das deuten sollte. Vielleicht ist die ordnende Kraft auch der Antichristus und die chaotische Kraft der Christus. Ja, kann man in beide Richtungen deuten. Auf jeden Fall ist das auch eine dieser, also ist das die katholische Version dieser heidnischen Dystonomie. Im nächsten Video geht es um Leviathan und Baal, beziehungsweise um Yam und Baal, weil es wird wahrscheinlich eine Szene kommen. Am 9. Sonntag, also nächste Woche Sonntag, oder diese Woche Sonntag, ich lasse sie am Montag hoch, wo deutlich wird, dass der Kampf von Kaido, also vom Wasserdrachen, mit dem Sonnengott, es wird auf jeden Fall eine Szene kommen, wo ein Mythos sehr schön dargestellt wird, und zwar halt der Kampf vom Wettergott mit dem Wasserdrachen, aber der Wettergott ist dann der Sonnengott, aber man sieht halt in der Szene, dass der Wettergott ist. Und dann wollte ich halt über diesen Kampf reden, und zwar in seiner originalen Form, und zwar Baal gegen Yam, der Bulle gegen die Schlange. Und der Bulle und die Schlange sind auch wichtig, weil man hatte ja das Bullenopfer. Also der Bulle ist L, das ist, und die Schlange ist halt Yam, oder beziehungsweise Yahweh.
Das ist halt Bulle, kann man sich auch vorstellen wie Zeus. Und im Christentum, also im katholischen Christentum, Drachentötung, tötet Michael ja den Drachen. Also den Satan, den Drachen. Und das ist halt quasi eine umgedrehte Version davon. Also das ist ja hier, die Drachentötung. Haben wir hier ein schöneres Bild. Ja, das ist auch eine Variante davon. Und es ist halt im Verhältnis zu setzen zur Bohlentötung von Mithras, weil Mithras ist ja der heidnische Michael. Und hier haben wir halt den siebenköpfigen Jam, beziehungsweise Lothan. Ich glaube, Jam ist der Gott, der den Gott hier schafft, und der wird halt von Baal getötet. Diesen Mythos, also der Wasserdrache gegen den Wettergott, finden wir halt in sehr vielen Religionen. Es ist der Mythos vom Drachen, der die Wasser der Erde gefangen hält. Finden wir mit Tiamat und Zeus, nee, Tiamat und Marduk in Babylon, mit Zeus und Typhon in Griechenland, mit Baal und Lothan in Phönizien, mit Yahweh und Leviathan im Judentum und natürlich auch mit Indra und Vitra in Indien und mit Mitra und Andra in Persien. Den Mythos von dem Drachen, der die Wasser der Erde gefangen hält, möchte ich nächste Woche gerne machen, denn da ist auch das G20, der G20-Gipfel in Indraprastha. Und das finde ich da passend. Also Neu-Delhi, die machen den quasi in Indraprastha, hier unsere netten Leute von der Weltregierung. Hier, der ist sogar auch da, hier, der Süße. Winnie-Pooh ist auch da. Cool. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, das Video zu machen. Hier, er wird wahrscheinlich nicht kommen, aber mal gucken. Vielleicht gibt es ja ein paar Überraschungsgäste, wer weiß. Aber der Typ aus dem Wodka-Königreich hat, glaube ich, bald verloren. Aber gut. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis nächste Woche und ich guck mal, 33 Minuten, Alter, wer guckt sich so einen Scheiß bitte an? Falls ihr bis hier geguckt habt, vielen Dank fürs Zuschauen und bitte drückt auf irgendein anderes Video und kommt nächste Woche wieder.